Ja, YouTuber verwendet das Blut von seinem Sohn, um ewig zu leben. Finde ich jetzt erstmal normal. Ganz normal, also, ne? Weiß ich jetzt nicht, was daran so schlimm ist, ne? Also, wir gucken mal rein, ne? Was wir bis jetzt gelernt haben, ist, dass man sich, wenn man ewig leben will, einfrieren muss. Chillst ein paar hundert Jahre in deinem Metalltank, während dir einmal die Woche ein unterbezahlter Praktikant Flüssigstickstoff in den Nacken schallert. Es ist geil, aber nicht das, was ich will. Ich will heute versuchen, den Part zu skippen, wo man draufgehen muss. Ja, ich will einfach straight up länger leben. Oder vielleicht für immer leben. Mein ultimatives Ziel... Ja, wenn ihr länger leben wollt, wenn ihr mindestens 150 werden wollt, kauft euch mein Merch. Ich habe zwar kein Merch, aber hätte ich jetzt welches, würde euch das einfach jünger machen. Ne? Das habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Nicht sterben. Brian Johnson über seinen kontroversen Plan, ewig zu leben. Der Technologieunternehmer ist in einem Ein-Mann-Krieg gegen das Altern, aber zahlt es sich aus, dafür 100 Pillen am Tag zu schlucken und auf sein soziales Leben zu verzichten? Was? 100 Pillen am Tag schlucken? Sorge mal, das ist ja fast wie die Leute in Altenheim und ich habe ein ja, FSJ gemacht, die mussten auch 100 Pillen schlucken, aber die waren dann komplett klatsche-klatsche. Die kamen gesund wieder rein und kamen krank wieder raus, komplett balla-balla im Kopf. 100 Pillen, vor allem, weißt du, wie teuer das ist? Wir hatten das Geld, 100 Pillen am Tag. Holy. Ja. Bro, fuck nein. Weil die ganzen Pillen haben ja auch alle Nebenwirkungen, ne? Und oh, nee, da musst du wieder Pillen nehmen für, gegen die Nebenwirkungen. Aber die Pillen, die gegen die Nebenwirkungen sind, haben eigene Nebenwirkungen. Und dann, oh nee, das ist ein Strudel des Chaos. Nee, gut. Nee, nee. 100 Pillen jeden einzelnen Tag, bis ich 40 bin, sind das über eine halbe Million. Wie viel kosten sowas? 2 Millionen Dollar pro Jahr. Scheiß drauf, wir lassen die einfrieren. Ach, Spaß. Ich sag ja, 2 Millionen Dollar ist nichts für mich, ne? Also schon erledigt, ne? Diese 2 Millionen Dollar fließen bei ihm in mehrere hochmoderne Geräte, die alles überwachen, was er macht. Ein Team aus 30 verschiedenen Experten, es permanent nur an ihm herumforscht und natürlich gute Ernährung. Brian hofft dadurch mit... Bei guter Ernährung war ich draußen. Also wirklich jetzt gerade, bei guter Ernährung war ich wirklich draußen. Ja, weiter geht's. Es hat gebimmelbommelt. Weiter geht's. Mit seinem Alter von 46 Jahren den Körper von einem 18-Jährigen zu bekommen, was irgendwie voll blöd ist. Ist nicht die Peak-Performance von Menschen irgendwie so Anfang 20? Imagine, er verrechnet sich. Was ist denn, wenn man jetzt zu ihm eigentlich sagen würde, pass mal auf, ich hätte dich jetzt auf 50 geschätzt. Wäre der dann sauer eigentlich? Also denkt ihr, der wäre sauer? Ich denke mal schon, oder? Der würde mir dann richtig Prügel rausschmeißen. Also, ja. Zu bekommen, was... Irgendwie voll blöd ist. Ist nicht die Peak-Performance von Menschen irgendwie so geschätzt. Anfang 20? Imagine, er verrechnet sich und ist dann einfach 14. Egal, der Typ dokumentiert seine ganzen Verjüngungstests straight hier auf YouTube mit Videos, in denen er sich unter anderem das Blut von seinem 17-jährigen Sohn transferieren lässt, um sein Ziel zu erreichen. Aber wie bekomme ich jetzt die 2 Millionen Dollar? Naja, Brian ist Unternehmer. 2007 hat er die Firma Braintree gegründet, die Software für Online-Bezahlungsabwicklungen entwickelt. Im Prinzip brauchst du sowas bei jedem Online-Shop. Wenn du zum Beispiel Leute hast, die mit Kreditkarte zahlen, die mit PayPal zahlen oder die mit irgendwelchen abgenudelten Gutscheinen, die nur noch einen Tag gültig sind, zahlen, dann hast du diese Brücke zwischen den Zahlungsmethoden und deinem Firmenkonto. Ja, die musst du irgendwie herstellen. By the way, an der Stelle fettes Shoutout an Patrick CC. Das Video hier ist inspiriert von seinem, das war auch mega gut. Link in der Beschreibung. 2012 hat Braintree dann ein kleines Startup-Unternehmen namens Venmo aufgekauft. Vielleicht kennt das der ein oder andere, das ist so ähnlich wie PayPal. Und im Jahr darauf, also 2013, hat dann eben PayPal, Venmo und Braintree gemeinsam als eine Firma aufgekauft. Brian Johnson hat dadurch satte 800 Millionen Dollar abgecashed. Heute ist Venmo zwar 38 Milliarden wert, aber so hat er sich vor 2 Jahren dazu entschieden. Das sind wie die Leute, die damals Bitcoins, weil die dachten, oh, jetzt kommt es gleich zum großen Knall, Bitcoins nur für, sag ich mal, ich glaube 1000 war das, ne? Viele sind ja schon bei 1000 ausgestiegen, viele sind so bei 6000 ausgestiegen, ne? Und wir haben ja gesehen, Bitcoin ist, ich glaube, 60.000, ne? War der höchste Peak, ne? War es oh, mehr als 66.000, glaube ich. Beschlossen, seinen Anti-Alterungsplan zu entwickeln, indem er mehr als 70 Organe dokumentiert, um die maximale Auswirkung auf sein biologisches Alter zu bekommen. My left ear is 64. Okay. So I have hearing damage as a child. My diaphragm strength is age 18. My lung capacity is age 18. My heart is about a dozen. Alles klar. Ja,
alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also bei mir ist meine Lunge, hat mal wirklich ein Arzt gesagt, ich habe eine Lunge von 70-Jährigen. Herz will ich auch nie wissen. Also ich bin Frack. Der hat jetzt schon mal mehr richtig gemacht als ich. Der ist älter. Das biologische Alter ist also demnach nicht sein tatsächliches Alter. Das kennt man vielleicht vom Fußballer, wenn du sagst, yo, Ronaldo ist 36, aber theoretisch ist sein Körper in so einer guten Verfassung, dass er noch in seinen 20ern ist. Oder Eden Hazard. Ja, bei mir ist genau umgedreht. Ne? Ich bin noch relativ jung, aber mein körperlicher Zustand ist ja, von 80-Jährigen. Ne? Also ich fange eigentlich, nee, schon drüber. Ich fange jetzt schon eigentlich an zu verwesen, ne? Ja, der um die 50 sein wird. Er nennt das Ganze Project Blueprint und bestimmt so gut wie es geht jede Minute von seinem Leben, um die optimale Lebensqualität für ihn und seinen Körper rauszuholen. Check das aus. 5.30 Uhr aufstehen, 5.32 Uhr Gewicht, Körperfettanteil und so weiter checken. 5.35 Uhr Pillen schlucken. 5.40 Uhr Lichttherapie. 5.50 Uhr irgendwas trinken, was urgrindig ausschaut. Dann wieder Pillen schlucken. Um 6 Uhr geht er dann trainieren für 1 bis 2 Stunden. Dann und danach geht er duschen und schmiert sich, und das ist kein Scherz, mit original 9 verschiedenen Cremen ein. Dass der gar keine Angst hat, dass ihm unabsichtlich die Pillen aus der Hand flutschen. Im Anschluss gönnt er sich noch eine Portion Gemüsebrei mit Olie. Das ist kein... Nee, das ist definitiv kein Gemüsebrei. Da hat wohl jemand wirklich also ein bisschen Bier getrunken. Ey, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das jemand... ich könnte allein schon, wenn ich sowas sehen würde, könnte ich das gar nicht essen. Olivenöl und das war's. Und die ersten 3 Stunden vom Tag. Was mich und die meisten anderen Leute aber schockiert hat, ist, dass er auch das Blut von seinem Kind verwendet, um jung zu bleiben. Also jetzt nicht zum Kochen, sondern in Form von einer Transfusion. Die Idee hat er in dem Video, Will my son's blood... Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Also ich hätte jetzt ja schon was gesagt, wenn es beim Kochen wäre, aber so, einfach nur so, just for the lols... Make Me Younger vorgestellt, das sich vielversprechend anhört. Und weißt was, bevor wir da reingehen, zeige ich euch meinen Geheimtipp, um jung und fresh auszusehen. Pass auf, du nimmst einfach Anlauf, ja, Holy Energy. Nimmst den linken Arm und dann boom, check das aus. Das ist die Existential Armbanduhr von Holzkern, die Rap einfach unfassbar geil aussieht. Mir persönlich hat es von das Marmor-Element mit dem goldenen Gehäuse angetan. Also ich habe mich richtig gefreut auf die Uhr. Weil das, was Holzkern macht, ist es, diese natürlichen Elemente in ihre Produkte zu integrieren, wie bei den Sonnenbrillen, Taschen oder bei Schmuck. Ich habe zum Beispiel diese Kette hier meiner Freundin geschenkt. Die ist aus 24-karätigem Gold, Walnuss. Stellt euch mal vor, ihr holt euch so eine Uhr, ne? Da sind auf einmal Holzwürmer drin. Am nächsten Tag sucht ihr eure Uhr, wo ist meine Uhr hin? Und ihr seht da irgendwie nur noch das Ziffernblatt. Ja. Haben die Holzwürmer aufgegessen. Stahl, aber jetzt kommt das Geilste. Es kommt einfach jedes Produkt in so einer kleinen Holzbox. Ne? Schaut das an. Da war zum Beispiel meine Uhr drin. Richtig, richtig geil gemacht. Ich finde es mega cool, wenn Brands eben Wert auf das Branding selber legen. Das gibt einem einfach das Gefühl, es wird das Paket so straight aus dem Wald kommen. Ne? Das ist auch genau das, was du im Endeffekt erreichen möchtest. Es werden nämlich immer nur natürliche Rohstoffe verwendet, wie Holz, Perlmutt, Marmor oder Edelstahl. Gronkh, falls du zufällig das Video siehst, die haben auch Lapis Lazuli. Weißt du, es gibt mir einfach so ein bisschen so eine Verbundenheit mit der Natur. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und wenn wir uns ehrlich sind, ja, ein bisschen Natur. Ich finde das Gefühl auch geil, ne? Man muss immer dazu sagen, dafür ist ein armer, unschuldiger, Entschuldigung, ein Baum, ne? Der hatte sein ganzes Leben noch vor sich, ne? Der wollte wachsen, der wollte Kinder großziehen, der wollte die Kinder, ja, in die Schule bringen und nicht mehr abholen. Und jetzt ist er eine Uhr. Ja, finde ich gut. Finde ich geil. Super. Plastikpflanzen hier im Studio eh auch nicht schlecht. Schau, ich finde es einfach mega geil, wie sehr darauf geachtet wird. Allein schon, weil kein Plastik für die Pakete verwendet wird. Mega fettes Plus. Bei allen Uhren mit Gliedern bekommst du, by the way, extra Erweiterungsglieder inklusive Werkzeug, dass du sie verstellen kannst, damit es zu groß oder zu klein ist. Aber am besten ist, ihr checkt es einfach mal selber ab mit dem Link in der Beschreibung und bekommt ihr 15% Rabatt. Code Kaiser15, ne? Checkt es auf jeden Fall aus. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an... Selbst mit dem 15% Rabatt kann ich mir das definitiv nie leisten. Geht nicht. Holzkämpfe sponsern und damit zurück zum Video. Okay, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja? Aber ich bin durstig nach Kinderblut. Und zum Glück haben wir auch eins zur Verfügung. Ich meine, gut, der ist 17, aber scheiß drauf, 10 noch als Kind. Das ist Talmash Johnson, also Brians Sohn. Der hält sich, by the way, auch zu einem großen Teil an die gleiche Ernährung. Jetzt nicht komplett, aber trotzdem. Und er stellt die Workouts für seinen Vater zusammen. Das Einzige, was ich noch nicht rausfinden konnte, ist, wie viele Cremen er benutzt. Gemeinsam fliegen die beiden also von Kalifornien nach Dallas, Texas, um sich mit Brians Vater zu treffen. Weil die Idee ist jetzt folgende. Brian wird ein
ein Liter Blut abgenommen, das an seinen Vater geht. Tal Marsh wird Blut abgenommen, das an Brian geht. Aber leider bekommt er kein Blut von seinem Opa, das wäre aber lustig. Es geht aber nicht nur um das Blut selber, sondern vor allem um das Blutplasma, das tatsächlich positive Effekte beim Empfänger auslösen kann. More often people have used plasma transfusions and young plasma for hair regeneration, so injecting into the scalp. If you think about it, people have been donating plasma since the 50s and 60s. It's beneficial for the donor as well as the recipient. The plasma just got decorated! Love flows from the heart. I guess it's really the vein, but this is amazing! Hey, good morning. All right, well, Talmadge will be up first. Und Blutplasma kann man noch nicht herstellen, künstlich. Das, was ihr hier seht, ist Fun Fact, der erste Multigenerationen-Plasmatausch der Welt. Aber ist das nicht absolut insane? Naja, die kurze Antwort drauf ist ja. Pass auf, ich muss ganz kurz eine Triggerwarnung für Tierversuche aussprechen. Die ersten 5 Sekunden sind sehr weird und danach geht es nur noch um den Versuch selber. Ich versuche es sehr mild zu halten. Also ganz kurz, lalalala. Wissenschaftler haben vor ein paar Jahren ein Experiment durchgeführt, in dem sie 2 Mäuse aneinander nähen, sodass sie sich quasi die gleiche Blutzirkulation teilen. Die ältere Maus hat for real einige positive Effekte davon mitgenommen, wie zum Beispiel eine Verbesserung des Gedächtnisses. Kein normales Experiment, würde ich sagen. Maus, ne? Keine negativen Effekte festgestellt, außer der Unterschied, der Altersunterschied war wirklich immens groß. Nee, meine Meerschwein schon auch immer meine Füße, dass ich Schuhe habe. Also ist eigentlich ganz normal. Das wäre das alte Gehirn neu aufgeladen worden durch den Sänger Youngblood. Tatsächlich ist die Region im Gehirn, die verbessert wurde, sehr wichtig. Nicht nur für Nagetiere, die sie verwenden, um sich in ihrem Bau zu orientieren, sondern auch für Menschen. Es ist auch sehr wichtig, räumliche Karten zu erstellen, wenn man sein Auto irgendwo parkt und sich nach dem Einkaufen erinnern muss, wo es steht. It's the aging that drives the disease. And it's an important concept, because if we stop the aging, we stop the disease. And I'm not talking about one disease. I'm talking about all diseases of aging. Or most of them, certainly cardiovascular and cancer and cognitive decline and mortality. Falls ihr es nicht wisst, ja, das Blut von jungen Menschen ist tatsächlich eine riesige Industrie für Superreiche, die sich in einer sehr interessanten Grauzone bewegt, je nachdem, wo du halt bist. Pro Liter Blut bezahlen Menschen bis zu $8,000. Und ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Ja, alles klar. Also wenn ihr Bock habt, ne, schreibt mich einfach an. Ich gebe euch gerne mein Blut. Ne, ich bin, man sieht ja auch, ne, körperlich in der Verfassung von, ja, sportlichen 16-Jährigen. Und wenn ihr mein Blut haben wollt, ihr könnt mich anschreiben. Ich gebe euch 3 Liter. Mindestens. Mindestens. Ihr könnt mich anzapfen, ihr wollt. Ne, ihr könnt mich dauerhaft anzapfen. Dauerhaft. Immer wenn ihr Blut habt, kriegt ihr von mir Blut. Machen wir pro Liter, machen wir hier Strich drunter 10.000 und dann sind wir dabei. Das ist prima. Warum kriege ich beim Roten Kreuz nur eine Wurstsemmel? Das Gebiet ist einfach noch zu wenig erforscht und außerdem ist dein Blut wahrscheinlich besser aufgehoben bei Menschen, die in Not sind, anstatt bei 40-Jährigen, die wieder 18 sein wollen. Es scheint tatsächlich nicht eine einzelne Substanz zu sein, die für die Wirkung verantwortlich ist, sondern eine Vielzahl, ein ganzer Cocktail von Substanzen. Kann man das Ganze trotzdem vermarkten? Im Ausland schon. Es gibt in der Nähe von Silicon Valley inzwischen die Ambrosia-Klinik und die verabreicht Young Plasma, also Blut von jungen Spendern. Da freut sich der Kolle. Da freut sich der Kolle. Was dann älteren Patienten übertragen wird. Witzigerweise ist der Vorreiter von diesem Experiment auch der Gründer von PayPal. Also keine Ahnung, vielleicht haben Bezahldienst-CEOs einfach ein Thing für junges Blut. Aber Brian geht es nicht nur um das Blut verstehen? Von seinem Kind. Ja, wollen zum Glück irgendwo. Ich verstehe das, weil die Leute wollen auch die ganze Zeit einmal Blut. Die sehen, oh, was ist das für ein junger Hüpfer, der hat bestimmt hammergeiles Blut. Den catchen wir. Ne? Die wollen alle an mein Blut. Ich wusste es. Und alle haben zu mir gesagt, das ist eine Verschwörung. Ich habe es von Anfang an gesagt, die wollen an mein Blut. Liste von den Pillen, die er jeden Tag zu sich nimmt. Mhm. Das meiste kennt mein Körper gar nicht. Okay, noch nie gehört. Das waren jetzt 53, ja? Einige von denen nimmt er doppelt oder dreifach, weil er muss ja auf seine 100 plus Pillen kommen und so. Ist das Overkill? Ist es überhaupt noch gesund? Naja, Fakt ist, dass er tatsächlich dieses Team aus 30 verschiedenen Experten, die für alle möglichen Organe und Haut und was weiß ich was zuständig sind. Und ja, Brian Johnson ist in der perfekten Verfassung, was so ziemlich
alles angeht. Das heißt jetzt, by the way, nicht, dass jeder Mensch 100 Pillen am Tag und 9 Creme mit Pipi-Kaka-Seed-Oil braucht, um gesund zu sein. Aber man muss dann dazu sagen, die Diät ist auch exakt auf ihn zugeschnitten. Auf der anderen Seite macht der Typ das nicht nur, um einfach nur so lange wie möglich zu leben. Das hier ist ein Experiment. Jeder einzelne Tag in Brians Leben wird optimal von ihm geführt, sodass er das maximale Ergebnis, was Altersprävention angeht, erreichen kann. Und nachdem er jeden einzelnen Step online for free in aller Öffentlichkeit dokumentiert, ist das unfassbar wichtiges Wissen, was der Typ vermittelt. Es wird sogar seine nächtliche Erektionsdauer ermittelt. Ja, und es werden sich Ziele gesetzt für Verbesserungen. Wenn das nicht Leidenschaft ist... Das brauche ich. Das brauche ich. Im Endeffekt will ich damit sagen, er tut halt niemandem weh damit. Und wenn er Bock hat, sein Leben so zu leben, dann soll er das gerne machen. Und ja, Freunde, vergesst wie gesagt nicht bei Holzcamp vorbeizuschauen. Code Kaiser15 für 15% Rabatt. Nochmal Shoutout an Patrick CC. Danke, dass ich dein Video fladern durfte. Lass mir auch gerne ein Like da, meine Freunde. Lass mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Haust rein, Günther. Ich muss sagen, der Fakt, dass er alle Daten öffentlich macht, und dass man wirklich mit der Wissenschaft mitgehen kann, dass man sich da belesen kann und gucken kann, was für Auswirkungen das wirklich hat, finde ich das extrem interessant. Wirklich. Also selbst wenn er das für sich privat gemacht hätte und er hätte alle Daten für sich behalten, alle Ergebnisse, Forschungsergebnisse, wäre es auch in Ordnung gewesen, weil er schadet ja niemanden mit seinem Experiment. Und ich denke mal nicht, dass er seinen eigenen Sohn irgendwie quält und sagt, hier, wenn du mir das Blut nicht gibst, dann erschieße ich dich. Das glaube ich nie. Finde ich das in Ordnung? Ich finde das in Ordnung. Und wenn dadurch wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden, finde ich das geil. Ich wirklich, also wenn er wirklich sein Wissen mit uns teilt, finde ich das unfassbar interessant. Wirklich. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man definitiv auch mal reingucken sollte und sich definitiv damit befassen sollte. Und seine Philosophie, so gesund wie möglich zu leben, finde ich auch nicht verkehrt. Macht es. Jetzt, das soll jetzt nicht bedeuten, ihr sollt euch 100 Tabletten am Tag reinpumpen, dass ihr die angegebene Vitaminmenge bekommt. Aber wenn ihr sagt, okay, ich finde das cool und ich finde die anderen Aspekte voll interessant, dass er zum Beispiel da und da Sport macht, dass er das und das isst, why not? Ihr müsst es ja auch jetzt nicht mit dem Blut nachmachen. Aber man hat ja gerade gesehen, der hat ja unfassbar viele Sachen, die er mit uns teilt. Und das muss er ja nicht. Das macht er ja kostenlos. Er kriegt dafür ja nichts. Ich find's cool. Wirklich cool. Also Respekt. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ne? Vielleicht kommt da wirklich was raus, was die Wissenschaft so gar nicht gedacht hätte. Ne? Und vielleicht machen wir das irgendwann selber in ein, zwei Tagen. Also bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, Kommentare da, Watchtime da und hoffe, bis im nächsten Video. Haut rein und tschüss.